Moin und herzlich willkommen zum Lesemonat Februar 2020. Ich habe auch diesen Monat nicht sehr viel gelesen, dafür aber fleißig Hörbuch gehört. Das scheint im Moment so ein kleiner Trend zu sein, der mich ja so ein kleines bisschen ärgert, weil ich gerne ein bisschen mehr lesen würde. Aber das Hörbuch hören passt im Moment einfach besser in meinen Alltag und es bringt mir auch sehr viel Spaß. Ich habe auch einiges wieder gereadet bzw. als Hörbuch neu entdeckt, und zwar Geschichten, die ich schon kannte. Das zeige ich euch alles. Jetzt möchte ich aber erstmal mit meiner Statistik anfangen in meinem sehr, sehr schönen Buch der Bücher. Und zwar habe ich ein Buch tatsächlich beendet, gelesen und ein weiteres Buch angefangen, aber wirklich noch nicht weit. Das war es auch schon, was ich an Büchern gelesen habe. Dann habe ich aber 5 Hörbücher bzw. 4 Hörbücher und ein Hörspiel gehört. Demnach kann ich euch jetzt gleich 7 Geschichten vorstellen, was wiederum dann doch nicht sehr wenig ist. Deswegen eigentlich kann ich gar nicht enttäuscht sein von diesem Lese- bzw. Hörmonat. Ich hatte auch nur 2 Neuzugänge. Ein Neuzugang ist gerade am letzten Februartag noch eingegangen. Eigentlich wollte ich euch ganz stolz erzählen, dass ich nur einen Neuzugang habe. Aber das war nicht meine Schuld. Ich habe ein sehr süßes Überraschungspaket von der lieben Sarah Sophie bekommen. Und da waren halt eben 2 Bücher drin. Das eine kenne ich tatsächlich schon, das wusste sie nicht, aber das andere landet auf meinem Sub. Ein sehr spannender Psychothriller werdet ihr denn ja in meinem Neuzugängen-Video dann sehen. Ich werde für Februar nicht extra ein Neuzugänge-Video machen, weil ja, 2 Bücher für 2 Bücher macht das nicht so viel Sinn. Werde ich dann wahrscheinlich Februar und März irgendwie zusammennehmen. Ja, damit ist mein Sub weder gesunken noch gestiegen. Ich habe zwar einige Geschichten erlebt, gehört, aber da war halt viel auch was dabei, was nicht auf meinem Sub lag, was ich halt eben schon kannte. Demnach liegt mein Sub immer noch bei 45 Büchern. Ja, das soll es von der Statistik gewesen sein. Ich fange jetzt erstmal mit dem Buch an, was ich im ja, letzten Monat schon begonnen habe. Das heißt, ich habe noch nicht mal ein komplettes Buch im Februar gelesen. Das ist schon ein bisschen beängstigend für mich jetzt. Ist kein Beinbruch, ne? Aber trotzdem ist es schon ein bisschen seltsam. Und zwar Im Schatten der Hexen von Katrin R. Hotovetz. Das ist ja die Hexen-Harz-Krimi-Mystery-Reihe. Und das ist jetzt der dritte Band, Hexenjagd. Und das habe ich ja begonnen in unserem jährlichen Harzurlaub und habe dann immer wieder ein Buch dazwischen geschoben und jetzt habe ich es aber endlich beendet. Es war für mich ein kleiner Krampf, zunächst eben, weil ich nicht so viel zum Lesen komme im Moment, weil ich nicht so richtig die Ruhe und die Konzentration habe, aber auch, weil ich ein bisschen reinkommen musste. Es geht, wie in anderen Büchern auch, um den Harz. Es spielt im Harz, hat immer mysteriöse Todesfälle, so ein bisschen krimimäßig, und eine Bedrohung geht von Hexen aus. Ich will gar nicht so viel sagen, weil es eben ein Folgeband ist, aber ich möchte euch verraten, dass es in dieser Folge jetzt nicht um Krimi geht viel, sondern eher um Zeitreise. Also unsere Protagonistin Sabine, die möchte noch mehr über die Hexen herausfinden und nimmt an einem Ritual teil. Und sie weiß nicht vorher, dass sie tatsächlich in die Zeit zurückkatapultiert wird. Aber ja, dass genau das passiert. Und ja, sie landet halt im Harz und ein paar tausend Jahre früher und möchte da ein bisschen mehr herausfinden über die Hexen. Die Zeitreise an sich finde ich schon eine ganz coole Idee. Wir befinden uns aber auch irgendwann in unserer Zeit wieder und es gibt wieder einige gruselige Szenen, was ich finde, ja, dass die Autorin sehr gut immer wieder so atmosphärische, gruselige Spannung in Wäldern erschaffen kann mit diesen Schattenwesen, diesen Hexen. Das macht sie gut, aber hier wird das Ganze noch auf einen Legenden Reichtum ausgeweitet von nordischer Mythologie.
die interessiert mich sehr, aber ich finde, das ist irgendwie zu viel gewollt. Ich finde, sie hätte lieber bei den Hexen bleiben sollen und nicht jetzt noch mehr Mythologie mit reinnehmen sollen. Das ist zu groß. Und zwischenzeitlich fand ich das Ganze auch ein bisschen zu esoterisch. Ich mag Fantasy sehr gerne, aber das ging mir so zu sehr ins Spirituelle so ein bisschen, so Baumkuschler-mäßig, sage ich jetzt. Dennoch möchte ich die Reihe jetzt auch beenden. Da kommt jetzt noch ein vierter Band, den ich auch schon in meinem Besitz habe. Und dann ist die Reihe für mich beendet. Es gibt zwar noch zwei weitere Bände, die spielen dann aber ein paar Jahre später. Ja, aber dieser Zyklus ist dann damit beendet. Der erste Band war immer noch der beste, für mich ein richtig großes Highlight, eine ganz, ganz tolle Genremischung aus Krimi, historischem und eben diesen Fantasy-Mystik-Aspekt der Hexen. Ja. Hier fand ich jetzt im Vergleich zum zweiten Band gut, dass wir nicht ganz so viele Protagonisten, nicht so ganz so viele Personen haben, wo wir hin und her wechseln, sondern uns eigentlich hauptsächlich auf eine Person beschränken. Da konnte man sich ein bisschen mehr hineinversetzen. Ja, aber es war dennoch nicht, kam wieder nicht an den ersten Band heran und ich glaube, das wird auch der vierte Band nicht schaffen, weil ich den einfach perfekt fand, so wie er war und viel mehr mit dieser Hexenmythologie und dem Wald und dem Harz sich beschränkt hat und nicht zu weit ausgeufert wurde, sodass man das nicht mehr so ganz nachvollziehen kann und ich konnte es auch nicht so richtig fühlen, sage ich das mal so. Als nächstes ein Rezensionsexemplar, was auch in den Wäldern spielt. Und zwar sagt es auch der Titel, Die Wälder von Melanie Rabe ist ihr neuester Thriller, der jetzt gerade erst erschienen ist, vor einigen Wochen, Monaten. Und wir haben das in unserer Leserunde All You Can Read gelesen und haben uns riesig drauf gefreut, denn wir haben auch bereits die Falle von Melanie Rabe gelesen und das hat uns alle sehr begeistern können. Und ja, mich hat besonders hier das Setting angesprochen, die Wälder und auch der Klappentext, der nicht so viel verraten hat, hat einen doch sehr, sehr neugierig gemacht. Wir treffen hier auf Nina, deren Freund, deren Kindheitsfreund stirbt, sie vorher aber noch versucht hat anzurufen und eine seltsame Mailbox-Nachricht hinterlassen hat und ihr schließlich auch noch einen Brief geschickt hat, in dem er ihr erklärt, dass er das letzte Puzzlestück gefunden hat aus dem Rätsel ihrer Kindheit und dass sie diese Mission, die er jetzt nachgegangen ist, zu Ende bringen soll, wenn er es nicht schafft. Und zwar ist die Mission, seine Schwester zu finden, die halt in seiner Kindheit verschwunden ist und niemand weiß, wohin sie verschwunden ist. Ja, und er hat auch einen ganz, ganz ja, extravaganten Plan in diesem Brief aufgeschrieben, den er verfolgen möchte und den sie auch verfolgen kann, wenn sie das möchte. Und ja, sie ist natürlich von Trauer getragen, aber so langsam dringen diese ganzen Rätsel und Erinnerungen halt auch wieder in den Vordergrund, was sie ziemlich verdrängt hatte. Und sie kehrt in ihren Heimatort, ja, Richtung ihren Heimatort zurück in die Wälder, die diesen Ort umgeben, um diesen Plan umzusetzen. Und nicht nur sie kehrt zurück, sondern auch ja, aus. Ein weiterer Kumpel aus ihren Kindertagen und er ist Polizist und ist so ein bisschen anderer Meinung. Er findet diesen Plan zu heikel. Ja, und wie das Ganze dann weitergeht, das erfährt man hier in diesem Buch. Also schon sehr Psychothriller-lastig, was eben mit diesen Erinnerungen zu tun hat, die einen vielleicht trügen und auch einige Erinnerungslücken gibt es und einige Verdächtige. Und was hier auch besonders ist, wir haben nicht nur diesen Strang, sondern wir begleiten auch eine Kindergruppe, die in diesem Dorf, in den Wäldern lebt und auch einiges beobachtet und eben auch wie Gloria, also die Schwester von Tim, verschwindet. Ja, wie das alles zusammenhängt, das ist eben das große Rätsel. Aber so groß war das Rätsel denn doch nicht. Also diese große Wende, wie diese Zeitstränge zusammengehören, war eigentlich
schnell eine unserer Vermutungen und das wurde nachher mit großen Fanfaren irgendwie so ja, aufgelöst und dann dachte man, ja, das wissen wir doch alle schon. Da hatten wir uns irgendwie eine große Überraschung gedacht, aber dem war nicht so. Es wurde auch immer wieder ja, was Großes angedeutet oder ein Rätsel und viele Cliffhanger wurden uns in den Kapiteln gegeben und irgendwie wusste man die schon und das war gar nicht so, trug jetzt nicht so sehr zur Spannung bei. Also ich nehme jetzt einfach mal vorweg, das Buch war für uns ein Flop. Das war leider nichts. Wo fange ich an? Bei Die Wälder fange ich jetzt einfach mal an. Das hatte Kali so schön auf den Punkt gebracht in unserer Leserunde. Man erwartet bei diesem Titel ja wirklich, dass es in diesem Buch hauptsächlich um die Wälder geht und auch in den Wäldern spielt. Aber die Wälder haben hier gar nicht so eine große Rolle gespielt. Und eben das, was ich so erwartet habe, dieses Düstere in den Wäldern, durch die Wälder streifen, diese düstere, dunkle Atmosphäre, die gab es nur zum Teilen. Und in diesen Teilen war das auch wirklich gut. Also es hat mich dann gut unterhalten in diesem Moment. Aber das war mir viel zu wenig und viel zu wenig, um diesen Titel zu rechtfertigen. Dann haben wir da unsere Protagonisten, besonders Nina. Die war mir so unsympathisch. Die ging mir überhaupt nicht nahe. Ich konnte nicht nachvollziehen, wie sie gehandelt hat. Sie haben völlig kopflos gehandelt und völlig unlogisch gehandelt. Ja, das ist ja auch noch mal was anderes. Also sie waren weder sympathisch noch nachvollziehbar dargestellt. Dann war für mich dieses Buch ein Hin und Her. Sie hatten halt vier verschiedene Motive, wie, warum sie so handeln, wie sie handeln. Und das werfen sie permanent immer über Bord, handeln dann doch so oder so. Und auch wie felsenfest sie von etwas überzeugt sind, wie das Ganze verlaufen ist. In dem Moment sagen sie noch, ja, ganz klar, das ist so und so gewesen. Und im nächsten Moment sind sie sich da nicht mehr sicher. Und ja, also dieses Hin und Her fand ich auch grauenvoll. Und dann, das Ende war überhaupt kein Finale. Also das, im Ende hat man natürlich gehofft, dass es nochmal so richtig spannend wird, am besten noch in den Wäldern passiert und dann die ganzen Rätsel aufgelöst werden. Aber nein, es ist am Ende. Sag mal so, das letzte Viertel ist wirklich kein Thriller mehr. Ich fand es eher lahm, eher langweilig. Es war eher so in Richtung Drama. Und es hat mich nicht berührt, dieses Drama. Das kam dann auch noch dazu. Es muss ja nicht immer die ganze Zeit Spannung pur sein, aber ich erwarte in einem Thriller schon irgendwie ein Finale, wo man drauf hinfiebert und wo es dann nochmal richtig spannend wird. Das war hier nicht. Was man dem Buch und der Autorin vielleicht zugute halten kann, ist, dass sie die alle Stränge eigentlich aufgelöst hat, alle Rätsel zusammengeführt hat. Das war in Ordnung. Aber wie sie das getan hat, ich weiß nicht, es war, man hat so mit einem großen Knall gerechnet und der kam nicht und das war ein bisschen ernüchternd und schade. Also irgendwie war das leider nichts auf verschiedenen Ebenen, was sehr, sehr schade ist. Dieses Buch wird also ausziehen. Ach ja, und die Wälder habe ich übrigens nicht gelesen, sondern gehört, damit ich in der Leserunde ein bisschen vorankommen kann und die Mädels nicht so aufhalte. Und ich habe mir jetzt auch mal aufgeschrieben, wer das liest, weil ich finde, wenn man viel Hörbuch hört, und ein Hörbuch lebt ja nun mal auch von den Sprechern. Und deswegen habe ich mir überlegt, auch mehr ein bisschen auf die Sprecher einzugehen. Das war jetzt gelesen von Anna Schutt oder Schut. Und sie hat auch wirklich einen guten Job gemacht. Das ist eher so eine etwas tiefere Frauenstimme, die das Ganze sehr gut gelesen hat und auch diese Spannung rübergebracht hat, wenn es denn welche gab. Ja. Das hat mir gefallen. So, jetzt kommen wir zu zwei weiteren Hörbüchern, die ich gehört habe. Und das waren eben die Bücher, die ich schon kannte, die ich unbedingt nochmal erleben wollte. Und zwar zum einen Saphir Blau und, ich hoffe, da steht alles so, ja, und Smaragd Grün, also der zweite und der dritte Band der Edelstein-Trilogie. Ich hatte ja schon im letzten Monat Rubinrot gelesen und das ist für mich einfach eine totale Wohlfühlreihe gewesen. Ich habe das immer ja, auf den Bahnfahrten gehört, immer zur Arbeit hin und von der Arbeit nach Hause und das war einfach wunderschön. Es war
unglaublich humorvoll, unglaublich witzig, schlagfertig. Es hatte ein bisschen Romantik dabei. Es hatte aber auch Spannung und Action und hat einfach Spaß gemacht. Ja, hierbei geht es ja um Gwendolyn, die in ihrer Familie ein Zeitreisegen vererbt bekommt, und eigentlich sollte das ihre Cousine bekommen, aber sie bekommt es, und so springt sie immer wieder in die Vergangenheit und ja, muss jetzt ganz schnell einen Crashkurs bekommen, denn sie haben eine besondere Mission. Bei diesen Zeitreisenden sollen sie halt, ja, einige Leute treffen in der Vergangenheit und deren Blut sammeln für eine, ja, besonders wichtige Mission, sage ich einfach mal. Und was dahinter steckt, wer der Böse ist, wer gute Absichten hat, ja, das ist ein großes Geheimnis. Und Zeitreisen sind ja immer so ein bisschen verwirrend, aber ich finde, dass Kerstin Gier das eigentlich sehr gut umgesetzt hat. Bis zum Schluss hat sie leider einen kleinen Zeitreise-Logikfehler gemacht, leider, was ich ein bisschen inkonsequent finde, aber das kann ich, da kann ich drüber hinwegsehen. Genauso wie ich darüber hinwegsehe, was eigentlich mich manchmal schon ein bisschen gestört hat, weil ich dann auch doch ein bisschen die Augen rollen musste. Das ist halt schon eine Kinder-Teenie-Geschichte, und diese Romantik hier drin ist manchmal dann doch ein bisschen schmalzig, weil Gwendolyn doch sehr schwärmt. Und da musste ich dann doch immer ab und zu mal die Augen verdrehen, weil ihr, ja, ihr Freund, den sie hier halt kennenlernt, Gideon, der teils sehr arrogant ist, aber natürlich perfekt aussieht und so, der war mir ein bisschen zu perfekt irgendwie. Und wie sie ihn dann immer angeschmachtet hat und immer weiche Knie bekommen hat und kein Wort rausbekommen hat, das fand ich dann ein bisschen too much. Das Gute war aber, das hat das immer so ein bisschen ausgeglichen, dass Gwendolyn sehr scharfzüngig ist, gesagt hat, was sie denkt, also sie hat sich gewehrt. So sind dann auch einige schöne Wortgefechte dabei rumgekommen. Sie ist zwar auch immer wieder so ein bisschen tollpatschig gewesen, aber sie ist halt nicht so ein schüchternes Dummchen, sondern sie hat halt auch gesagt, was sie denkt. Sie hat Paroli geboten. Und das hat mir Spaß gemacht. Und besonders eben der Humor. So gibt es hier noch so einen kleinen Wasserspeier-Dämon, der ihr dauernd folgt. Sie kann halt Geister sehen und einige Dämonen aus der Vergangenheit, eben auch diesen Wasserspeier-Dämon. Und das ist ja meine Lieblingsfigur. Dann hat sie noch eine Freundin, Leslie, die unglaublich belesen ist und alles immer recherchiert und sie unterstützt. Und das kam hier auch sehr schön rüber. Familie und Freunde spielen eine große Rolle, und das hat mir gefallen, dass diese Werte sehr, sehr hoch gehalten worden sind. Und ja, einfach eine ganz, ganz tolle Reihe, die ich jetzt vielleicht in meinem Erwachsenenalter eigentlich ein bisschen weniger gut bewertet hätte durch diese Schmalzmomente. Aber dadurch, dass ich sie, dass es so einen kleinen Nostalgiefaktor hat und weil sie einfach unglaublich humorvoll rübergebracht werden und spannend sind, kann ich darüber hinwegsehen. Und ein Hörspiel habe ich auch noch gehört. Das ist auch nur so eine ganz kleine Episode gewesen. Ich habe euch ja mal Ghost Sitter von Tommy Krappweis vorgestellt. Das war auch schon ein sehr humorvolles, actionreiches, ja, Gruselabenteuer-Hörspiel, was ich sehr, sehr gerne höre. Da habe ich jetzt Staffel 1 und Staffel 2 schon gehört. Es gab die auch mal als Buchreihe, und die wurde jetzt halt eben vor kurzem erst als Hörspiel umgesetzt mit sehr, sehr bekannten Sprechern wie Christoph Maria Herbst, Wigald Boning, Hugo Egon Balder und vielen mehr. Und das bringt einfach sehr, sehr viel Spaß, ist gruselig, ist witzig und geht aber auch, rührt auch irgendwie. Also es ist wirklich eine schöne Geschichte, bringt unglaublich viel Spaß. Und dazu ist jetzt so ein ganz kleiner Ableger erschienen, habe ich bei Audible entdeckt, und den musste ich mir natürlich sofort zulegen. Und zwar ist das der Anwalt Rufus T. Feuerflieg, der jetzt seinen eigenen Auftritt bekommt. Gesprochen wird er von Wigald Boning. Ja, ich kann das gar nicht so richtig zusammenfassen. Er sucht halt nach einem Streit mit seinen Assistenten eine neue Assistentin. Die erste Folge heißt auch Crescentia kommt, und Crescentia ist halt die neue Anwärterin für seine Assistentin.
Ja, das Ganze ist total ausgeflippt, total verrückt, total bunt. Und der Rufus T. Feuerflieg ist halt so, ja, ein Sabbeltyp, der sabbelt, der sabbelt, der sabbelt dich an die Wand und ist total chaotisch. Und deswegen, ja, kündigt sein Assistent auch, weil er irgendwie es geschafft hat, verflucht zu werden. Und in seinem Büro wächst im Grunde ein Urwald. Ja, das Ganze ist natürlich sehr, sehr verrückt und abgehoben, aber ich musste bei vielen Szenen so lachen. Und was einfach toll ist, diese Hörspiele haben immer wieder coole Intros. Das sind solche Ohrwürmer, die man gar nicht mehr los wird. Und ja, es ist unter anderem gibt es ein lebendiges Marmeladenbrot, was halt, weil es schon so lange im Büro liegt, schon lebendig geworden ist und lebt und ihn angreift, weil er jetzt aufräumen soll. Ja, es ist herrlich. Ich kann es nur empfehlen. Also ich kann die Ghost Sitter-Reihe empfehlen. Auch die kleine Reihe kann man auch sich anhören, wenn man die ganze komplette Reihe nicht schon kennt. Also einfach mal, um den Humor mitzubekommen. Diese kleine Episode ist natürlich viel mehr überzogen als die echte Reihe. Da ist dieser Wigald Boning-Humor einfach auf die Spitze getrieben. Ob man sich das jetzt über eine, ja, mehrere Stunden antun kann, weiß ich nicht. Aber für 20 bis 30 Minuten war das einfach perfekt. Und ich hoffe, da kommen mehrere Folgen. Ich denke mal schon, weil das hieß ja nun mal Folge 1. Ich bin gespannt, was da noch kommen wird. Und irgendwann muss ich auch mit dieser Hörspielreihe weitermachen. Ich glaube, da gibt es mittlerweile 5 Staffeln. Ich weiß gar nicht, ob die beendet ist. Und ich habe halt bisher 2 Staffeln gehört. Ja, also eine wirklich große Empfehlung an euch. Und als letztes habe ich Das geheime Turmzimmer von Laura Anderson gehört. Ich habe dieses Buch während einer Bücherschnitzeljagd mit der lieben Sarah vom Kanal Alice im Bücherland entdeckt. Wir haben uns da gegenseitig Aufgaben gestellt und dazu sollten wir dann passend Bücher shoppen. Das passte nicht in eine der Kategorien. Allerdings hat sich das so gut angehört, dass ich das einfach mal auf meine Wunschliste gepackt habe. Und das hat die liebe Claudia von Beauty Butterflies wohl gesehen. Und deswegen hat sie mir das in einem Weihnachtsüberraschungspaket geschenkt. Da habe ich mich sehr drüber gefreut. Ja, und jetzt habe ich es als Hörbuch gehört. Ich hatte überlegt, was möchte ich als nächstes hören. Es soll wieder so ein bisschen was etwas leichtere Lektüre sein. Es soll auch was zum Wohlfühlen sein. Trotzdem natürlich spannend, dass man dran bleibt. Und da dachte ich, das wäre doch ein Kandidat dafür und was soll ich sagen, es war wirklich ein Highlight. Es ist sehr, sehr schwer zusammenzufassen, weil im Grunde spielt das Buch auf 4 verschiedenen Ebenen. Ich fange aber einfach mal mit der Gegenwart an. Da begegnen wir Kara. Kara schlägt sich mit verschiedenen Jobs über Wasser. Sie hat Literatur studiert unter anderem und ist jetzt als Redakteurin, als Journalistin in verschiedenen Bereichen tätig, aber so richtig den Job hat sie noch nicht gefunden. Und jetzt bekommt sie halt einen Job, auch nur für kurze Zeit angeboten, auf Deepra Castle. Deepra Castle liegt in Irland in einer alten Klosterstadt und ist halt in Besitz einer sehr, sehr alten irischen Familie. Und dort soll sie die Bibliothek katalogisieren. Und zwar soll die Burg verschenkt werden aus dem Familienbesitz heraus. Und deswegen soll erstmal die Bibliothek nochmal durchgeguckt werden, was sich da alles verbirgt, was Familienangelegenheiten sind und ja, das Ganze halt geordnet werden. Denn seit vielen, vielen Jahren lebt da keiner mehr. Jedenfalls nicht die Familie, nur Verwalter, die das ganz, die ganze Burg in Schuss halten, weil in den 90er Jahren wurden 2 Menschen umgebracht, beziehungsweise sind auf mysteriöse Weise umgekommen. In der Bibliothek ist einmal ein Mann umgebracht worden, der ist eindeutig ermordet worden mit einem Schlag auf den Kopf und seine Frau ist vom großen Brautturm, wie er genannt wird, heruntergesprungen oder geschubst worden, wie auch immer. Sie wurde jedenfalls zerschmettert, am Fuße des Turmes entdeckt. Ja, und diese beiden sind die Eltern von Aiden, der derzeitige Besitzer dieser Burg, der nun halt auch seit seiner Kindheit, die er
auf Dibra verbracht hat, jetzt das erste Mal wieder zurückkommt in diese Burg, um sie halt das Ganze ja über die Bühne zu bringen. Er möchte das eigentlich auch nur ganz schnell über die Bühne bringen. Ja, seine Familie kommt zusammen, auch seine Schwester Kyla und ihr Mann kommt zurück und auch seine Großtante Nessa, die die beiden aufgezogen hat, nachdem ihre Eltern halt verstorben sind. Ja, und Kara ist nämlich eben jetzt auch dort. Und weil die ganze Familie jetzt wieder zusammenkommt, wird der Fall wieder aufgerollt. Wir treffen hier nämlich auch noch auf eine Detektivin, auf einen Special Agent, die befördert wurde gerade, und sie bekommt halt die Abteilung der alten, unaufgeklärten Fälle, und sie soll halt Deepra Castle nochmal auf den Kopf stellen und das Ganze nochmal aufrollen, weil eben die Familie das erste Mal wieder zusammengekommen ist. Und dabei werden halt viele mysteriöse Dinge aufgeklärt, beziehungsweise kommen wieder auf und verschiedene seltsame Fälle passieren. Aber ja, nicht nur so kriminalistische Fälle, sondern auch so ein bisschen mystische Fälle. Kara ist in einem Zimmer untergebracht, wo ein großes Gemälde von einer Frau abgebildet ist. Und dieses Gemälde steht immer wieder unten oder ist umgedreht oder steht auf ihrem Bett. Und sie weiß nicht so richtig, wer das macht, weil eigentlich keiner Zugang zu ihrem Reich hat. Und sie hört auch immer wieder Stimmen. Da ist die Frage, gibt es tatsächlich einen Geist auf Deepra Castle? Gibt immer viele Legenden. Da ist die große Frage, ist das mystischen Ursprungs oder möchte ihr da jemand einen Streich spielen? Ja, das ist so die Gegenwarts-Story. Und dann gibt es halt die Legende der dunklen Braut auf dieser Burg. Und der ist damals auch ein Schriftsteller nachgegangen, der für seinen neuen Roman recherchiert hat. Evan Chase war das, ein sehr berühmter Schauerroman-Autor, der halt eben der Legende der dunklen Braut nachgeht. Und auf Deepra Castle soll es eine weitere Alternative dieser Geschichte geben. Und deswegen kehrt er dort ein und trifft auf Jenny Gallagher, die eine der Familienmitglieder zu dieser Zeit, das ist irgendwie 1800, schieß mich tot, irgendwie Ende des 19. Jahrhunderts, und er möchte eben mit ihrer Hilfe etwas mehr über die dunkle Braut herausfinden, und die beiden verlieben sich ineinander und gründen eine Familie. Er zieht also dort ein. Und Jenny Gallagher ist irgendwann zu Tode gekommen. Sie stürzt sich nämlich auch von diesem sogenannten Brautturm. Also haben wir im Grunde einmal die Legende der dunklen Braut, ist eine kleine Ebene. Dann haben wir Evan Chase, also dem Romanautor, und Jenny Gallagher, wo ein Drama passiert ist und sie vom Brautturm gestürzt ist. Dann haben wir in den 90er Jahren den Doppelmord, die Doppeltötung, wie auch immer, wo mystische Sachen passieren. Und dann unsere Gegenwart, wo wir einmal Kara begleiten, die eben in Deepra Castle wohnt. Und wir begleiten halt in der Gegenwart auch noch Aiden, in dessen Kopf schlüpfen wir auch. Und eben in den Special Agent Kopf, die eben den ganzen Fall neu aufrollen soll. Das Ganze ist etwas verwirrend, klingt jetzt etwas verwirrend. Und zu Anfang habe ich auch ein bisschen gebraucht, hineinzukommen. Wir haben mehrere Zeitungsartikel und einige Akten, die wir dann lesen. Und um diese ganzen Namen und diese ganze Familie drauf zu kriegen, ist etwas schwierig. Wir haben hier auch nochmal von der Familie Gallagher auch nochmal so einen kleinen Stammbaum, der vielleicht hilft. Aber es hat ein bisschen gebraucht, reinzukommen. Aber dann war das genau meins. Das ist halt das, warum mich das auch so angesprochen hat. Es ist halt eine Mischung aus Schauerroman, aus Krimi, aus Familienschicksal, Geheimnisroman, ein bisschen Liebesgeschichte ist natürlich auch dabei, zwischen Aiden und Kara. Und ist wunderbar, wirklich verpackt in einem Gesamtwerk. Ach ja, dann haben wir natürlich auch noch diese Bücherliebe von Kara.
weil sie eben ein großer Fan ist von Evan Chase, also von diesem Schauerromanautor und eben auch diese Legende der dunklen Braut kennt. Und deswegen ist sie auch so neugierig und möchte unbedingt diesen Job bekommen und ist so froh. Und deswegen nimmt sie auch einige Ermittlungen selbst in die Hand, während sie halt in der Bibliothek immer wieder neue Hinweise zu bestimmten Sachen findet, die einfach ihre Neugierde wecken und dann halt diese mystischen Geschehnisse in ihrem Zimmer, diese seltsamen Geräusche. Und das spricht mich halt auch an, weil ich meine Bachelorarbeit halt auch über das Thema geschrieben habe, über die romantische Schauerliteratur, also die Schauerliteratur in der Zeit der Romantik. Und das trifft genau diesen Knopf. Und dann auch noch in Irland, das Land, was ich von der Natur her auch total schön finde, mit diesen alten Burgruinen und so weiter. Ein Kloster spielt eine Rolle. Also ich kann sagen, da hat wirklich viel irgendwie mein Herz getroffen. Auch diese Liebe zur Literatur kommt hier immer wieder zum Tragen, dadurch, dass einige Anspielungen auf bestimmte Klassiker, gibt, zum Beispiel Rebecca von Daphne du Maurier. Jetzt habe ich den Namen total falsch ausgesprochen. Jedenfalls, dieses Buch habe ich auch gelesen. Das spielt ja auch auf so einem alten, in einem alten Herrenhaus. Und Goethe wird ab und zu zitiert, aber auch eine Harry Potter-Anspielung, was natürlich immer Pluspunkte bringt bei mir. Richtig gut. 5 Sterne hat das Ganze nicht bekommen, weil ich finde, dass es noch ein bisschen düsterer hätte sein können und diese alte Legende der dunklen Braut, also im Grunde das, was das Ganze ausgelöst hat, hätte für mich noch ein bisschen mehr im Vordergrund sein können und ein bisschen mehr düsterer. Also was dahinter steckte, fand ich ein bisschen mau. Ich habe das Ganze auch nochmal nachgelesen, weil ich manches so ein bisschen überhört habe und dann nochmal verstehen wollte. Und ja, diese Legende fand ich ein bisschen, ja, hatte nicht so viel Wumms und nicht so viel Gänsehautmoment, worauf das Ganze basiert hätte. Vielleicht hätte man auch einen Strang rausnehmen können. Also es waren ja nun mal sehr, sehr viele Stränge, sehr, sehr viele Mysterien. Vielleicht war das zu viel, ob ich gerade das irgendwie spannend fand, wie das alles miteinander zusammenhing. Mit Tagebucheinträgen und seltsamen Funden in dunklen Brunnen und ja, auf diesen Turm. Zwar hatte schon was, aber ich fand auch, dass die Geister, die hier eine Rolle spielen, ein bisschen zu nett waren. Die hätten noch ein bisschen düsterer sein können. Aber gut, das Buch sieht ja auch jetzt nicht sehr, es spielt halt auch, es ist jetzt kein Gruselroman. Das hat einige Elemente davon und inhaltlich spielt es halt auch über einen Schauerliteraturautor, aber es ist halt nicht das Hauptgenre, könnte man sagen. Deswegen war das okay, aber für mich hätte das noch ein bisschen stärker ausgeformt sein können, diese Legende eben, um die es überhaupt ging. Ansonsten echt cool, also mindestens 4 Sterne. 4,5, ich weiß es nicht ganz genau, ob es daran kommt, aber 4 Sterne, ein Highlight in diesem Monat neben der Edelstein-Trilogie. Und als letztes möchte ich euch noch ein Buch zeigen, was ich gerade angefangen habe zu lesen. Eigentlich nicht der Rede wert, aber da es dazu gerade ein Projekt gibt, was am Laufen ist, dachte ich, mache ich noch eine kleine Ankündigung hier im Lesemonat, wo sehr viele zugucken. Und zwar lesen wir gerade in einer gemeinsamen Leserunde Nevermore von Jessica Townsend. Das ist ja der Gewinner des Büchercastings, wo ihr wählen durftet, welche Bücher in die nächste Runde kommen und schließlich ins Finale. Und das Gewinnerbuch wollten wir in einer gemeinsamen Leserunde gemeinsam lesen. Und jetzt ist es soweit. Ich habe dazu ein extra Video gedreht. Das werde ich euch unten auch nochmal in der Infobox verlinken. Unter diesem Video tauschen wir uns dann immer nach bestimmten Abschnitten aus. Ich habe das Buch in 5 Abschnitten unterteilt. Immer so 80 Seiten sind das. Und ja, da wir ein ganz, ganz freies Konzept haben, also wir haben keinen besonderen Zeitraum, innerhalb dessen wir irgendwie dieses Buch zusammen lesen wollen und jeder liest in seinem Tempo und immer wenn ja, der Abschnitt durch ist, verfasst man seine Meinung zu diesem
Abschnitt in einem bestimmten Post, die ich unter dem Video vorbereitet habe. Also kommt gerne noch dazu, wenn ihr Lust habt, dieses Buch mit uns zusammenzulesen. Ich freue mich auf regen Austausch und das Buch zu entdecken. Ich bin, wie ihr seht, wirklich noch nicht weit. Ich habe gerade mal 50 Seiten gelesen. Mir fehlen also noch um die 30. Das werde ich heute dann wahrscheinlich noch beenden und dann in den ersten Abschnitt oder zu den ersten Abschnitt denn was in die Kommentare schreiben. Ich bin auch schon gespannt, was die anderen so sagen. Ich habe gesehen, dass einige schon gepostet haben. Da habe ich jetzt aber natürlich noch nicht reingeguckt, um mich nicht zu spoilern. Hier geht es ja um Morrigan Crow, die ein verfluchtes Kind ist. Und deswegen wird ihr alles, was in diesem Land irgendwie schief geht, unter die Schuhe geschoben. Sie hat Schuld, weil sie diesen Fluch trägt. Und ihre Familie ist damit auch belastet. Ihr Vater ist ein Politiker, der immer wieder Wahlen gewinnen muss und ja, eigentlich eine ganz schreckliche Familie. Und an ihrem 11. Geburtstag ist es ihr Vermächtnis zu sterben, beziehungsweise ihr Schicksal zu sterben, wie alle verfluchten Kinder. Und an diesem Tag wird sie jedoch von einem seltsamen Mann mitgenommen nach Nevermore, in ein seltsames Reich, und sie muss, um dort bleiben zu können oder um in diese Gesellschaft aufgenommen zu werden, halt besondere Dinge tun, besondere Prüfungen machen. Da weiß ich noch nicht, da bin ich noch nicht. Jedenfalls soll das Ganze sehr, sehr fantasievoll sein, mit vielen verrückten, bunten Ideen gespickt sein soll. Viele schwärmen davon und ich bin gespannt, ob mich das auch begeistern kann. Ich werde euch berichten, und wenn ihr das eben genau wissen wollt, dann guckt einfach unter dem Video zu unserer Leserunde, ob ihr nur mitlesen wollt oder nicht. Es kann ja auch sein, dass es manche so interessiert, ohne dass sie das lesen wollen. Dann könnt ihr natürlich da auch live mitverfolgen, oder wenn ihr schon gelesen habt, dann könnt ihr natürlich auch gucken, was alle so zu diesen Abschnitten sagen und als Fazit. Natürlich bitte ich nicht zu spoilern in diesen ganzen Posts, während wir lesen. Das wäre dann doch ein bisschen gemein. Ja, das nur so als Ankündigung. Das war es von meinem Lesemonat und eigentlich meinem hauptsächlichen Hörmonat Februar. Ich werde jetzt mir für den nächsten Monat vornehmen, erstmal einen Reread-Stopp zu machen. Das heißt, mich erstmal auf die Bücher zu konzentrieren, die auf meinem Sub liegen, und nicht wieder alte Bücher neu zu entdecken. Das ist zwar auch ein Vorhaben, was ich für dieses Jahr habe, aber ich habe jetzt schon so einiges abgearbeitet und deswegen mache ich jetzt da jetzt eine kleine Pause und möchte jetzt ja auch meinem Sub ein bisschen an den Kragen gehen, und dadurch, dass ich nicht so viel lese, sondern eher höre, werde ich mich jetzt, wie gesagt, da erstmal auf diese Bücher konzentrieren und nicht auf die bereits bekannten. Werde ich aber auf jeden Fall weiterführen, und als nächstes wäre vielleicht Tintenherz dran, habe ich mir überlegt, denn diese Reihe nochmal neu zu entdecken, das habe ich mir auch vorgenommen. Ja, aber dann vielleicht dann im April oder Mai. Hören wir jetzt auf zu sabbeln. Es ist Zeit, euch zu verabschieden. Ich wünsche euch jetzt noch eine schöne, lesereiche Zeit, und wenn ihr wollt, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht's gut! Ciao, ciao!